Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnell und gute Besserung. Jawohl, ich bin gerade so am Wachwerden quasi hier mit meinem Kaffee. Wir befinden uns, wie man sehen kann vielleicht, im Hintergrund die Dusche, im Badezimmer, aus einem Grund und das ist, ich möchte jetzt gleich kurz ein paar Sachen testen und das wird so ein First Impression, sagt man glaube ich, also erster Eindruck. Wie ist der erste Eindruck? Ich habe nämlich, ich hoffe wir haben keine Rückkopplung, ich habe nämlich mein Handy hier an, weil ich nicht alles mir behalten kann. Ich habe was zugeschickt bekommen, kosten- und bedingungslos und möchte euch das zeigen, weil ich bin ja auch ein Fan von Naturkosmetik. Ja? Ich teste gerne sehr viel, gerade was naturkosmetisch an, ja, das Naturkosmetische angeht. Und da hat mich jemand über Instagram, war das glaube ich, angeschrieben. Hey Nadine, wir haben gesehen, du magst Naturkosmetik, hast du nicht Lust, unsere Produkte zu testen? Jo, da habe ich aber erstmal, ich sage nicht immer sofort, ja, mache ich, sondern ich gucke mir das erstmal an und frage nach den Bedingungen. Und ja, die wollten mir einfach was zum Testen, würden sich natürlich freuen, wenn ich ein Video drehen würde darüber und haben mir aber ansonsten keine Bedingungen ja, gestellt, sage ich mal. Ja, also das ist jetzt wirklich der erste Eindruck, so wie ich das hier empfinde. Ich kann euch mal vorlesen. Es handelt sich um die Marke, ihr habt es schon gelesen in der Unterschrift, Panu. Ich wusste vorher auch nicht, was das ist. Auch auf Instagram heißen die Panu. Ich kann euch beides mal verlinken. Auf jeden Fall die Seite, wo ich auf Pava Trading, wo man das bestellen kann und worüber ich das jetzt bezogen habe, quasi zugeschickt bekommen habe. Pava Trading ist ein Online-Shop, wo ich das jetzt kostenlos zugeschickt bekommen habe. Der Luxus-Naturkosmetik-Marke Panu. Also so heißt die Marke. Und die kommt ursprünglich von der thailändischen Insel Koh Samui. Ja, ich lese das hier gerade ab. Ich verlinke euch die Seite. Im Moment haben die so eine Aktion. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann dieses Video heute noch am 10. Mai, Freitag, den 10. Mai noch hochladen. Dann könnt ihr vielleicht, falls ihr Interesse habt, die haben nämlich im Moment ein Angebot wegen Muttertag und so. Bis zum 12. Mai ist die Aktion. Das heißt, wenn ihr was bestellt, bekommt ihr eine Seife, die Rosenseife hier, die man hier sehen kann, bekommt man dann gratis, ja? Wenn ihr vielleicht, also die Seifen kosten, ich glaube, knapp unter 5 Euro. Also die Sachen sind alles, finde ich, von den Preisen ziemlich fair. Und ja, das ist so eine Aktion, sehe ich gerade. Ich habe auch eben gerade was bestellt, weil ich, ja, ich finde, ja, wenn man schon mal so ein Stück Seife geschenkt bekommt. Ja, und ich habe jetzt halt, da könnt ihr einfach mal schauen auf der Seite. Ja, die Sachen sind, ich lese mal kurz vor, Panu Natural produziert eine Reihe hochwertiger, natürlicher Schönheits- und Pflegeprodukte. Die Produkte werden mit äußerster Sorgfalt nach alten thailändischen Formeln hergestellt, bei denen natürliche Zutaten aus verschiedenen Regionen des Königreiches verwendet werden. Also das ist alles vegan und tierversuchsfrei, steht überall hier fett. Und die Seifen kann man zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Seifen zugeschickt bekommen und ein Massageöl. Sie haben mich vorher über Instagram gefragt, was so meine Lieblingsdüfte sind. Und dann habe ich drei genannt. Ich glaube, das war Kokos, zitrische Düfte und Lavendel. Ihr wisst, Lavendel. Ja, und Seifen gibt es in den verschiedensten Sachen. Es gibt halt verschiedene Produkte. Und ich habe jetzt quasi aus zwei Produktreihen was bekommen. Einmal ein Massageöl. Und ich habe gerade mal geguckt, ich habe mich jetzt noch nicht lange damit so befassen können. Ich habe die Produkte auch schon bestimmt seit 3 Wochen hier. Aber ich habe ein kleines Baby, ihr wisst es. Der war jetzt auch noch im Krankenhaus und war krank. Und dann schafft man das nicht immer alles so, wie man gerne möchte. Ja, also in dem die Seifen zum Beispiel. Ich packe jetzt mal mein Handy weg. Also, ihr wisst, ne, schaut danach. Es sind Produkte vegan, tierversuchsfrei und nach den alten Formeln von der thailändischen Insel Koh Samui. Panu, also kam an in diesem schön gut verpackten Karton mit Knallfolie. Ein Kärtchen war dabei. Panu Natural hier. Ich hoffe, die Kamera kann das. Da seht ihr dann auch nochmal die Adresse vom Shop. Luxuriöse Naturkosmetik aus Thailand.
Habe ich das eben richtig gesagt? Naja, auf jeden Fall pavatraining.com verlinke ich euch. Ich habe jetzt eben was bestellt, weil ich brauchte noch ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutti und die liebt so Seifen auch. Meine Mama wäscht sich nämlich auch im Moment, was heißt im Moment? Meine Schwester auch, wir sind halt so auf dem Seifentrip. So, und das sind die zwei Seifen, die ich jetzt testen darf. Das werde ich hier jetzt gleich im Badezimmer machen. Einmal haben wir hier die Lavendelseife. Die sieht auch sehr schön aus. Also die sind alle ja, handgemacht und jedes Stück Seife sieht natürlich etwas anders aus. Lavendel natürlich in meiner Lieblingsfarbe. Und dann haben wir die Kokosnussseife. Und ich denke mal, dass diese Kringel, sieht so ein bisschen, erinnert es mich an Leckerei. Moment, so. Geben wir der Kamera ein wenig, so. Und da sieht man die Kokosnussringe, denke ich mal. Ja. So ein Stück Seife beinhaltet ungefähr, hier steht es drauf, 110 Gramm. Und wir probieren die jetzt mal aus. Kommt halt so eingepackt in so Folie. Ja. Und ich finde das natürlich toll, Naturkosmetik, wenn es tierversuchsfrei ist, super. Und so, jetzt habe ich das Stück Seife mal hier gerade rausgeholt, die Kokosnussseife. Fühlt sich so ein bisschen wie hartgepresstes Gelee an. Oh mein Gott, was ist das denn bitte? Da, oh, jetzt bin ich gerade... Boah, also das hätte ich nicht gedacht. Diese Folie, ich konnte vorher nichts erschnuppern, ja, als die Folie noch zu war. Und manchmal kann man ja schon was wahrnehmen, aber das hier haut mich gerade von den Socken. Oh, das ist ganz warmer, lecker Kokosnussduft. Ja, hier steht es auch nochmal drauf, handgemacht, ne? Ja, und wie gesagt, so, ich meine die Seifen, es gibt verschiedene Sorten, die Seifen sind halt alle... Oh, handgemacht, Wahnsinn. Oh, das riecht ja lecker. Ja, meine Mama, die war gestern hier bei mir und die hat ihn, die ist ja mal neugierig, wie so Mütter sind, ne? Und hat dann den Karton gesehen und dann habe ich, sie wollte schon gleich eine Seife auspacken. Ich so, halt, stopp, ich muss noch ein Video drehen. Und meine Mama bekommt hinterher ein Stück Seife geschenkt von mir. Wir haben ja bald Muttertag, auch wenn es schon ausgepackt ist. Ich sage, Mama, dann wurde es kurz getestet. Also, ich werde das jetzt mal ausprobieren gleich. Ich kann nur sagen, es fühlt sich ja nicht so wie ein normales Stück Seife an. Irgendwie anders. Aber der Duft ist ein ganz, ganz warmer Kokosnussduft. So, wo habe ich die Schere? Jetzt holen wir die Lavendelseife raus. Und ja, mal schauen. Also, ich kannte Panu, kennt ihr die Produkte? Ich weiß es nicht. Also, oh, also damit war ich jetzt. Oh mein Gott. Boah, ist das lecker. Mm. Mama, ich glaube, Mama, wenn du das siehst, ich behalte Lavendel und du bekommst Kokosnuss. Obwohl, wisst ihr, was ich mir nämlich bestellt habe? Ich hab dann gesehen eben in dem Shop, da gibt es auch eine Seife, eine Kaffeeseife. Ja, und dann habe ich mir dreimal Kaffee bestellt. Und oh mein Gott, wenn das auch so toll riecht, es riecht wirklich richtig nach Natur pur, natürlich. Und oh, da freue ich mich jetzt schon mega. Also das ist aber wirklich jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so ein tolles Dufterlebnis ist. Okay, die Folie, da, vielleicht kann man da noch was ändern irgendwie, im Papier einpacken, weiß ich nicht, ob sowas geht. Es ist eine ganz dünne Folie und die klebt jetzt hier noch ein bisschen, das ist ein bisschen doof. Bock, muss man ein bisschen aufpassen. Hier klebt auch noch was. Sieht man das? Ja. Okay. Ich möchte das jetzt einfach mal kurz einmal ausprobieren. Ich möchte auch, man kann mit den Seifen jetzt nicht nur die Hände reinigen, sondern auch, ja, ich habe jetzt schon mein alles Gesicht gereinigt. Ist jetzt hier wirklich so, ich mache es jetzt mit den Händen. Wasche mir damit die Hände. Ich wollte gucken, oh mein Gott, ich kann nicht aufhören. Das ist der Hammer. Das riecht so lecker. Und gar nicht so bäm nach Lavendel. Ganz, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sieht auch schön aus, finde ich. Ne? Und sowas kann man auch schön verschenken, tatsächlich. Was wollte ich sagen? Man kann damit, stand auf der Seite auch, sich die Beine rasieren. Das mache ich ja auch heute schon. Ne? Ich habe noch ein, zwei Rasiergele, aber ansonsten benutze ich gerne auch Seife, ein Stück Seife zum Rasieren. Zum Make-up entfernen stand da, ich glaube sogar wasserfestes Make-up. Ich habe zwar kein wasserfestes, meine ich im Moment, aber ich werde euch irgendwann mal mitnehmen und werde mir, das passt nur zeitlich jetzt gerade leider nicht, und werde damit mal irgendwann hier mit dem Stück Lavendel oder mit der Kaffeeseife, die bald kommt vielleicht, mein Gesicht reinigen. Ja,
Oh, ich freue mich gerade richtig. Ich werde jetzt das Stück Lavendelseife. Ihr hört jetzt das Wasser rauschen. So, einmal kurz angefeuchtet. Und jetzt komme ich mal zu euch. Oh ja, es schäumt. Seht ihr das? Ich kann euch das jetzt nicht anders zeigen. Es ist gar nicht mal so, ja, es ist irgendwie anders wie ein normales Stück Seife. Es schäumt, aber es ist nicht so, aber das schäumt gut, schaut mal. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das ist, ob das in den Augen brennt. Vielleicht muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das, aber man hat ja die Augen eigentlich zu, ne? Wenn man das jetzt zur Gesichtsreinigung nimmt. Nicht nur, wie gesagt, ich habe im Moment in der Dusche ein Sisal-Säckchen, habe ich mir bei Amazon bestellt. Da ist jetzt aktuell, ich habe aber noch, glaube ich, 2, 3 Säckchen, das war so ein 6er-Paket auf Amazon. Und ich werde mir das zusätzlich noch mit in die Dusche, glaube ich. Boah, weil ich glaube, das, seht ihr das? Das ist richtig schön cremig. Man hört es auch. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, man hat länger was von dem Stück Seife. Es trägt sich nicht so schnell ab. Es ist richtig, jetzt, ich lege das mal eben zur Seite. Muss eh gleich mein Waschbecken reinigen. Hört ihr das? Oh ja. Ich habe jetzt richtig schön viel, also ich glaube, mit dieser Menge an Seife könnte ich mir vorstellen, meine Körper einzuseifen. Nicht nur Gesicht, sondern wirklich, oh, also der Duft, ich weiß auch nicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es unbedingt austrocknend ist. Ich habe da das Stück Seife, ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welcher Firma das Stück Seife ist. Danach muss ich mich sofort eincremen. Es gibt übrigens auch tolle Bodylotions, habe ich gesehen, auf der Seite, Panu. Toll. So, ich wasche das mal eben runter. Fühlt sich sensationell schön weich an, das kann ich sagen. Und jetzt waschen wir mal eben und dann benutze ich die Kokosnussseife. Ich habe mir die Hände jetzt auch wieder abgetrocknet, weil ich habe im Moment furztrockene Finger, Hände und sowieso, ich muss mich immer eincremen. Das Stück Seife, was ich gerade benutzt habe, sieht jetzt so aus. Noch ein bisschen seifig, so. Jetzt habe ich mir mal das wunderbare Stück duftende Kokosnussseife. Oh mein Gott, das ist ein ganz, ganz toller, warmer. Nehme ich überhaupt auf? Das wäre sonst schlecht, wenn nicht. Ich hoffe ja. Riecht phänomenal gut. Jetzt feuchte ich das auch an. Einmal kurz unter Wasser gehalten. So. Und das ist genau am Anfang, wie bei der wie bei der Lavendelseife, erst so ein durchsichtiger Schaum. So, und ich, der Duft bleibt. Der bleibt einfach so phänomenal lecker nach Kokosnuss. Und wenn man dann, seht ihr das? Ich habe ja jetzt gar nicht so, boah. Und wenn man, das ist ja der Hammer. Das hatte ich eben, seht ihr das? Ich habe wirklich jetzt die Seife nur ein paar Mal in meinen Fingern rotieren lassen. Und je mehr ihr dann, das reicht mindestens für den ganzen Körper. Jetzt geht's Telefon. Aber mein Mann ist gerade da. Ich hoffe, er geht dran. Also das ist wirklich das wird ein richtiger, von dem durchsichtigen Schaum wird es ein richtig toller, fester, seht ihr das? Ein richtig toller, fester, cremiger, angenehmer, wohlriechender Schaum. Eigentlich zu schade ist jetzt, ich wisst ja, was ich mache. Ich habe zwar mein Gesicht gereinigt, ich mache das jetzt hier. Ich will es auf der Haut spüren. Und ich kann sagen, ich habe jetzt mein Gesicht nicht Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das super gut zum, ich glaube, man kann sogar damit die Haare waschen. Ich meine, ich habe irgendwo so einen Artikel von einer anderen Testerin gelesen. Fragt mich jetzt, ich glaube auf Insta war es auch, oder bei Panu selber, müsste man, ja, also, und das, seht ihr das? Das ist richtig, ein richtig von durchsichtig, je mehr man das in den Händen verreibt, wird das wird immer mehr, das wird immer mehr. Toll. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht geschminkt, ne? Ich hatte nur jetzt eine Gesichtspflege schon im Gesicht. Es fühlt sich ganz, ganz angenehm an. Und ich glaube, man braucht wirklich, ihr habt es gesehen, nur ganz wenig. Und dann, wenn ihr das so verreibt oder euch, wenn ich mir jetzt vorstelle unter der Dusche, ich stelle das Wasser ab und schäume mich ein. Boah, das riecht so lecker. Ja. Ich glaube, Mama, du musst auf die Kaffee,
auf die Kaffeeseife warten. Ich habe dreimal Kaffee bestellt, weil wir sind alles Kaffeetanten. Ich dachte mir, meine Schwester kriegt eine Kaffeeseife, meine Mama und ich. Ja, die Kokosnussseife habe ich jetzt schon benutzt und Mama muss auf Kaffee warten. Oh mein Gott. Also es fühlt sich toll an. Es ist jetzt nichts, dass ich warte jetzt extra ein bisschen. Nicht, dass sie irgendwas beißt oder kneift. Kneif nicht mal. Das hätte ich jetzt wirklich, das habe ich noch nie gehabt bei einer Seife, dass das, hattet ihr das schon mal, dass das so cremig wird. Das ist schon fast wie so eine Lotion gerade. So, ich wasche das mal eben runter. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Jetzt ist gerade die Kamera ausgegangen. Ich hoffe, ich habe das früh genug gecheckt. Nicht, dass jetzt hier der halbe Film fehlt. Ich kann die andere Videokamera, mit der ich sonst filme, nicht benutzen, weil die würde nicht in mein Spiegelschränkchen passen. Ich hatte nämlich gerade, war ich dabei, euch zu sagen, mein Gesicht natürlich, also es fühlt sich, ich finde, nicht so trocken an, wie wenn ich mich mit anderen Seifen wasche. Aber ich muss mich definitiv eincremen, keine Frage. Es ist aber irgendwie quietschsauber und ich bin immer noch überrascht, dass dieser Schaum, dass der, je länger man das in den Händen verreibt, dass das immer mehr wird. Phänomenal. So, die Lavendelseife, ich kann euch sagen, die hatte ich jetzt nur hier auf meinem Spülbecken. Die ist schon, also die trocknen sehr schnell, die Seifen. Das finde ich auch gut. Ich kann euch nicht sagen, ich habe noch nie eine Lavendel in Form von Seife, also in dieser seifigen Form hier. Ich habe noch nie so einen tollen Duft gerochen. Das ist genau wie mit der Kokosnuss. Die habe ich jetzt hier, die ist natürlich noch glitschiger. Das sind so warme, überhaupt nicht künstlich. Nein, das ist wirklich richtig, richtig angenehm. Ich bin hin und weg von beiden Seifen. Ich freue mich auf die Kaffeeseife. Mal eben Hände waschen nochmal. Ja, ich freue mich richtig. So, also, ich bin erstmal, erster Eindruck ist Daumen hoch, definitiv. Und das für knapp 5 Euro, super, super. Und ich glaube, man hat wirklich lange was von Seife. Das habe ich sowieso gemerkt, ne? Ich habe jetzt hier zum Beispiel aktuell zum Gesicht reinigen, hatte ich ja letztens euch mal gezeigt von Balea, diesen Avocado-Honig-Reinigungsschaum. Den werde ich mir, glaube ich, mit in Urlaub nehmen. Einfach, weil es etwas einfacher ist, wie jetzt so ein glitschiges Stück Seife. Aber ich kann euch sagen, damit kommt ihr lange nicht so weit. Fürs Gesicht zum Beispiel, wie jetzt mit so einem Stück Seife. So, dann habe ich halt noch von Panu zugeschickt bekommen, in Touch with Nature, ich und Englisch. Weil ich halt angegeben habe, dass ich zitrische Düfte gerne mag, haben die mir netterweise ein Body-Massageöl zugeschickt. Oriental Lemongrass. Kann man kaum lesen, glaube ich. Ich halte euch die Flasche mal länger rein. So sieht die aus. Finde ich auch, ist eine dunkelbraune Flasche, Plastik. Und irgendwo hier steht Lemongrass, ja. Ja, die Flasche beinhaltet Natural Active Ingredients, also nur natürliche Inhaltsstoffe, 120 Milliliter. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ein mineralölfreies, 100% Natural Ölbasis, also wirklich reines Öl. Hier steht, ich glaube, wie man es anwenden soll, alles auf Englisch. Oma, es tut mir leid, ich kann nicht gut Englisch. Das könnte man vielleicht noch irgendwie auf Deutsch hier drauf. Ich meine, auf der Seite, wo Paratrading, die ich euch verlinke, steht alles auf Deutsch. So, hier habe ich schon gesehen, hier ist noch ein Schutznoppen. Das finde ich sehr gut. Also man schraubt die Kappe ab. Und jetzt muss ich mit meinen sehr kurzen Nägeln versuchen, diesen Stopfen hier rauszukriegen. Oh, Pop, habt das Poppen gehört? Ploppen. Oh ja, wow. Also, ich weiß nicht. Es gibt zum Beispiel auch ätherische Düfte, so für die Duftlampe und dann wirklich ganz, ganz tolle Sorten. Da habe ich mir jetzt noch keinen bestellt. Ich habe mir jetzt erstmal die Kaffeeseifen da bestellt und ja, es ist jetzt eine sehr große Öffnung. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich gebe mir jetzt mal ein bisschen was hier in meine Handfläche. Ja, okay. Ja, man muss es vorsichtig, es ist natürlich flüssig, durchsichtig. Und ich massiere mir jetzt mal hier meine Arme. Ich glaube, wenn man die Haut noch nach dem Duschen oder Baden nicht ganz abtrocknet, sondern leicht feucht lässt, ist das noch besser für die Haut. Ne? Oder man lässt sich von dem Partner mal schön massieren. Vielleicht, ich habe ja bald Geburtstag. Morgen. Morgen habe ich Geburtstag. Die Zeit vergeht im Moment so schnell. Boah, also das ist wirklich... Vielleicht kriege ich ja von meinem Schatz hier eine Massage.
geschenkt. Dann bitte hiermit. Die ist auf jeden Fall, auch hiervon gibt es verschiedene Sorten. Ein ganz, ganz, nicht ein Putzmittel hier, Zitronenduft, sondern ein schönes, schönes. Ich gebe mir jetzt wirklich mal die Reste einfach hier, ich spüre es mal kaum noch was, einfach mal hier über meine Haut. Es ist ein warmer, zitrischer Duft. Es sind irgendwie auch wie mit dem Lavendel und mit dem Kokosnuss, es sind warme Düfte. Und es war jetzt gerade nicht so wenig, was ich da rausbekommen habe. Es ist schwierig zu dosieren, da könnte man vielleicht noch... Ich meine, es gibt Leute, die sind vorsichtig, die können das, ich meine, aber vielleicht kann man das noch irgendwie ändern. Obwohl man natürlich für den Körper mehr nimmt, aber ich mache jetzt mal wieder den Schutznöppel drauf. Für ein Öl, natürlich ist es ölig, haha. Ich denke mal, also es ist wirklich ein schöner Lemongrass-Zitrusduft, ne? Orientalisch, ja, Oriental Lemongrass. Fühlt sich gut an. Ich habe, glaube ich, auch eine Handcreme sogar gesehen. Und eine Fuß... Da habe ich erst überlegt, weil meine Füße vernachlässige ich sehr gerne. Keine Zeit und so, ne? Und ja, ich weiß nicht. Freue ich mich drauf. Da kann ich euch auch irgendwann mal, wenn ihr möchtet, mehr darüber erzählen, wie es... Also hier fühlt es sich toll an. Es ist sehr schnell eingezogen. Man sieht ja jetzt auch nicht viel, ne? Es riecht... sehr, sehr intensiv, aber nicht, also ich mag ja zitrische Düfte, da gibt es natürlich auch viele andere Düfte, müsst ihr mal durchscrollen. Ich denke, für jeden wird irgendwas dabei sein und klar, jetzt ist schon bald Muttertag, das Video kommt jetzt etwas spät, wer jetzt seiner Mutter was Gutes tun will. Meine Mama hat aber bald Geburtstag und deshalb, ja. Aber es ist auch für sich selber, also ich, wie gesagt, ich musste, als ich gesehen habe, Kaffee, ne, ich liebe Kaffee und deshalb, ich glaube, der hier ist schon fast kalt. Also, ich kann ja jetzt nur, das ist der erste Eindruck. Ich benutze, ich muss gestehen, Bodyöle selten. Das ist jetzt, glaube ich, seit Jahren mein... Ich hatte mal welche und die habe ich dann alle weitergereicht, weil die werden bei mir schlecht. Ich vergesse das immer gerne. Aber es riecht gut und die Haut fühlt sich jetzt wirklich... sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Ich glaube, ich werde mir gleich das mal auf die Beine unten geben. Die sind im Moment wirklich sehr, sehr trocken. Ich werde es testen und irgendwann werdet ihr es im Aufgebraucht-Video sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mal Olaf den Rücken damit einöle, massiere. Also es ist wirklich sehr schön. Es ist nicht zu ölig, ne? Es gibt Öle, ich hatte mal eins, das war nur ein Geschmiere. Natürlich sehen meine Handinnenflächen jetzt, glaube ich, nicht mehr so furztrocken aus. Nein, sie sind schön am Glänzen. Ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt weiter ausprobieren und bin aber erstmal ganz angetan. Ja, das waren die drei Produkte. Also ich muss sagen, die Seifen, das Öl haut mich jetzt nicht ganz so um, weil ich Öle nicht so häufig verwende. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja jetzt auf den Body-Massage-Öl-Trip hier, dank Panu. Die Seifen, da bin ich wirklich gerade, also das ist so, boah. Ich glaube, ich dusche heute Abend nochmal. Mit der Lavendelseife. Und ich denke einfach mal, man muss es ausprobieren, ne? Und wenn sich bei mir was tut, was ganz, oder wenn ihr wollt, dass ich euch so nach ein paar Wochen nochmal eine Review gebe, dann mache ich das sehr gerne. Ja, und wie gesagt, im Moment bis zum 12., wenn ihr da bestellt, bekommt ihr eine Rosenseife, meine ich was, gratis. So ein Stück Seife, wie ihr es gerade gesehen habt. Die sind alle halt individuell handgemacht und sehen alle ein bisschen anders aus. Und wirklich, also Lavendel und Kokos, wer Kokosnuss mag oder Lavendel, holt euch dieses. Das ist phänomenal. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich würde auch sagen, oh nee, das geht gar nicht. Aber... doch, es geht. Hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, was ich halt toll finde, es ist Naturkosmetik, es ist vegan, es ist tierversuchsfrei und ja. Also erstmal Daumen hoch und vielen Dank nochmal an Panu, an euch, die ihr mir das zugeschickt habt, dass ich das quasi ja kostenlos testen durfte. Ich bin wirklich hin und weg und möchte einfach sagen, danke, danke, dass ich das durfte. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ja, also es ist ja selten, dass ich euch was zeige. Ich werde ja schon mal
Das ein oder andere Mal bin ich schon angeschrieben worden, aber das waren dann nicht meine Sachen. Da, wenn ich dann merke schon, nee, das interessiert mich nicht so, oder die Firma, nee. Aber dabei, ich muss sagen, es herrschte auch oder herrscht immer noch ein sehr netter Schreibkontakt über Instagram, ja. Und das finde ich, da spürt man einfach, dass denen auch viel dran liegt an ihren Produkten und dass sie dahinter stehen und irgendwie, ja, vielen Dank erstmal. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir das zugeschickt habt. Ich hoffe einfach mal, vielleicht hat euch das Video gefallen. Ich denke mal, es klicken auch nur die rein, denen das interessiert. Ich werde jetzt die Seifen in mein Sisal-Säckchen packen. So, ansonsten würde ich sagen, ihr Lieben, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, aber ihr kennt mich. Wann immer ich Zeit habe, nutze ich die sehr gerne für ein Video für euch. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr jetzt auch Interesse habt an den Produkten, ich verlinke euch, wie gesagt, die Seife, den Pava Trading, nee, wie heißt das? Nee. Oh mein Gott, pavatrading.com, genau, den Shop. Und ja, dann hinterlasst mir mal eure Meinung, wie ihr die Produkte findet. Vielleicht kennt ihr, der ein oder andere von euch kennt die Produkte vielleicht schon, kann mehr darüber sagen jetzt wie ich. Der erste Eindruck war es jetzt heute hier. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.